Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Antike. Über Atlantis habt ihr bestimmt schon mal irgendwo das eine oder andere gehört. Diese legendenhafte Insel kommt in fast jeder zweiten Fernsehsendung über die großen Rätsel der Welt vor. Und es gibt so viele Theorien darüber, dass man da ziemlich schnell den Überblick verlieren kann. Es soll dort eine frühe Hochkultur gegeben haben oder vielleicht auch Aliens oder Mischwesen aus Aliens und Menschen. Jedenfalls soll die Insel vor vielen tausend Jahren bei einer gewaltigen Naturkatastrophe oder bei einem Krieg mit superfuturistischen, göttlichen Alienwaffen vollständig zerstört und untergegangen sein. Wo sie sich befunden hat, ist absolut unklar. Atlantis wurde schon praktisch überall auf dem gesamten Globus verortet. Man sieht schon, der Fantasie der sogenannten AtlantologInnen sind keine Grenzen gesetzt. Aber eins haben alle Berichte und Sagen, Legenden, Märchen, Verschwörungstheorien über die Insel Atlantis gemeinsam, nämlich dass sie alle auf einer einzigen Quelle aus der Antike beruhen, die über die Insel berichtet hat. Und die schauen wir uns heute etwas genauer an und gehen der Sache mal auf den Grund. Und diese eine Quelle aus der Antike ist, Trommelwirbel, Platon. Auch den Namen haben bestimmt schon viele von euch gehört, auch wenn ihr dabei jetzt eher an Philosophie denkt. Aber man muss sich da ein bisschen von der Vorstellung von alten Männern mit Bart verabschieden, die irgendwie komische Bücher schreiben, die nachher kein Mensch mehr versteht. Also nicht falsch verstehen, Platons Werke sind jetzt nicht so super spannend, aber er baut in seine Werke immer mal wieder so kleine Geschichten ein, die das Ganze auflockern und seine philosophischen Gedankengänge anschaulicher machen. Das sind die sogenannten platonischen Mythen. Einige davon sind sogar ziemlich bekannt geworden, darunter zum Beispiel der platonische Mythos von den sogenannten Kugelmenschen. Der macht das Prinzip ganz gut deutlich, deswegen gucken wir uns den ganz kurz etwas genauer an. In dieser Geschichte von den Kugelmenschen heißt es, dass die Menschen in grauer Vorzeit so quasi kugelförmig waren. Das heißt, sie hatten vier Arme, vier Beine und zwei Köpfe. Also es handelte sich quasi so um zwei Menschen in einem. Ja, ist eine komische Vorstellung, aber das erklärt sich noch. Denn aus bestimmten Gründen waren die Götter wütend auf die Menschen und beschlossen, sie zu bestrafen. Und die Menschen wurden daraufhin zur Strafe geteilt. Das heißt, aus diesen kugelförmigen Doppelmenschen wurden einzelne Menschen. Was diese Geschichte sollte? Tja, die steht in einem Werk von Platon, in dem es um die Liebe geht. Und die Geschichte dient dazu, zu erklären, warum es überhaupt so etwas wie Liebe gibt. Denn nachdem die Menschen geteilt wurden, sozusagen in Einzelmenschen geteilt wurden, suchen sie zeitlebens ihre andere Hälfte, um sich wieder mit ihr zu vereinigen. Eigentlich irgendwie süß. Um das aber direkt mal gerade zu rücken, bevor ihr nachher denkt, Platon hätte die ganze Zeit nur so bescheuerten Kram geschrieben. Diese Geschichte ist in dem Werk nur ein Zwischenstand. Das heißt, eine erste Erklärungsmöglichkeit, um zu erklären, warum es Liebe gibt. Und die Liebe wird dann im Verlauf des Werkes dann später noch ausführlicher und vor allen Dingen komplexer und rationaler erklärt. Das heißt, diese ganze Geschichte von den Kugelmenschen ist tatsächlich wirklich nichts weiter als eine schöne, gut gemachte Geschichte, um einen trockenen philosophischen Gedankengang zu veranschaulichen. Und ihr ahnt es schon, genauso eine Geschichte ist auch die Geschichte von Atlantis. Sie kommt in zwei Werken von Platon vor, die sich beide mit dem Thema Staatsphilosophie befassen. Das klingt trocken, komplex und anspruchsvoll und das ist es auch. Im Kern geht es dabei um so Fragen wie, wie sieht ein idealer Staat aus, was macht eine ideale Regierung, welche Regeln sollte es für ein Gemeinwesen geben und so weiter. Platon benutzt dabei die Atlantis-Geschichte als Beispiel für einen Staat, der nicht ideal ist. Es ist also sozusagen ein Negativbild eines Staates. Aber was steht da jetzt so genau drin? Laut Platon soll die Insel Atlantis irgendwo westlich von Gibraltar im Atlantischen Ozean gelegen haben.
Als besonderes Merkmal sticht ein Hügel heraus in der Mitte der Insel, um den herum der Gott Poseidon kreisrunde Gräben angelegt haben soll. Die AtlanterInnen waren sehr wohlhabend, es fehlte ihnen quasi an nichts. Ihre Mauern überzogen sie sogar mit Edelmetallen und einem Material, das wir nicht so genau einordnen können, dem sogenannten Orichalkos. Das wird irgend so eine Metalllegierung gewesen sein. Das Zeug hat es aber immerhin in diverse Videospiele geschafft. Atlantis war unterteilt in 10 Königreiche, deren Könige in einer Art Kollegium zusammenarbeiteten, um die gemeinsame Macht zu sichern und auch zu erweitern. Dabei bauten sie im Laufe der Zeit ein regelrechtes Imperium auf, indem sie die umliegenden Inseln und am Ende sogar große Teile des europäischen und nordafrikanischen Festlands besetzten. Die 10 Könige herrschten dabei weitestgehend nach eigenem Gutdünken und waren keinerlei Regeln unterworfen. Das ist deswegen nicht ganz unwichtig, weil es, kurzer Reminder, in dem ganzen Werk um Staatsphilosophie geht. Das heißt, darum, was ein idealer Staat ist und was nicht. Und wenn die Herrschenden keinen Regeln unterworfen sind und sich an keine Gesetze halten müssen, dann ist das natürlich ein nicht idealer Staat. Übrigens hatten die AtlanterInnen auch göttliche Wurzeln, angeblich, denn sie stammten direkt vom Titanen Atlas ab, nach dem die ganze Insel auch benannt war. Also Atlantis Nessos auf Griechisch heißt nichts anderes als Atlasinsel. Im Laufe der Geschichte sollen sich die anfangs göttlichen AtlanterInnen dann aber immer weiter von ihren göttlichen Ursprüngen entfernt haben. Schließlich gerieten sie in einem Krieg mit dem griechischen Stadtstaat Athen aneinander, denn die AtlanterInnen hätten verlernt, mit dem zufrieden zu sein, was sie hatten, und sie beanspruchten immer mehr Macht und Besitz für sich. Wie der Krieg gegen Athen dann genau abgelaufen ist, ist nicht ganz klar, weil Platons Werk an der entscheidenden Stelle abbricht. Man geht davon aus, dass er mit dem Werk nicht ganz fertig geworden ist. Aus den fertigen Stellen kann man aber immerhin ablesen, dass die AthenerInnen ihre Stadt in einem heldenhaften, gigantischen und epischen Kampf verteidigten und die AtlanterInnen besiegten. Dabei verteidigten sie angeblich nicht nur ihre eigene Freiheit, sondern sie befreiten auch andere Völker, wie das der ÄgypterInnen, aus der Sklaverei. Kurz darauf folgt die berühmte Vernichtung der gesamten Insel Atlantis durch Erdbeben, Flutkatastrophen, Stürme, alles, was man sich so vorstellen kann. Dabei handelte es sich angeblich um ein Strafgericht der Götter aufgrund des Niedergangs der Sitten auf der Insel Atlantis. Aber auch dazu fehlen genauere Erläuterungen aufgrund der Unvollständigkeit des Werkes. Was haben wir also? Götter, eine mythische Abstammungsgeschichte, sagenhaften Reichtum, mit Gold verkleidete Mauern, einen epischen Krieg und einen katastrophalen Untergang. Man ahnt also, es kann sich nicht um einen historischen Tatsachenbericht handeln. Klingt eigentlich eher so ein bisschen nach Herr der Ringe. Aber könnte die Geschichte nicht wenigstens einen wahren Kern haben? Es gibt ja auch ForscherInnen, die davon ausgehen, dass es irgendwann in der Frühzeit eine große Überflutung gegeben haben könnte, die dann in der Geschichte von der biblischen Sintflut verarbeitet wurde. Das ist aus zwei Gründen ziemlich unwahrscheinlich. Da ist zum einen das Fehlen jeglicher weiterer Quellen. Die Geschichte von der Sintflut wurde auch außerhalb der Bibel erzählt, zum Beispiel im sumerischen Gilgamesch-Epos. Das heißt, diese Geschichte war zu einem gewissen Teil Gemeingut und wurde in vielen Völkern und von vielen Kulturen erzählt und verarbeitet. Aber dieser gewaltige Krieg zwischen Athen und Atlantis, der alles in den Schatten gestellt haben soll, und eine Insel, die in einer riesigen Naturkatastrophe mit Erdbeben und Überflutungen untergegangen sein soll? Fehlanzeige. Platon ist die einzige Quelle aus der Antike, die darüber berichtet. Aber es gibt da noch eine Spur, denn Platon selbst sagt in seinem Werk, woher diese Geschichte angeblich stammen soll. Sie soll über mehrere Ecken weitererzählt worden sein und im Kern ursprünglich mal aus Ägypten stammen. Das macht es aber leider überhaupt nicht besser. Es gab nämlich in der Antike ziemlich viele Entdecker, Forscher und Schriftsteller, die immer mal wieder auf sogenannte ägyptische Quellen verweisen. Dabei kommt dann allerdings meistens ziemlich viel Unsinn heraus. Das heißt,
Entweder erzählten die ÄgypterInnen ihren Gästen auch schon mal gerne was vom Pferd, oder aber griechische und römische Schriftsteller schoben ihnen solche Geschichten auch gerne mal einfach in die Schuhe. So oder so war eine Aussage wie "hab ich in Ägypten gehört" in der Antike vielleicht so was Ähnliches wie wenn wir heute sagen "hab ich irgendwo im Internet gelesen". Wenn man das alles zusammennimmt, dann steht's nicht gut um einen wahren Kern der Atlantis-Geschichte. Angeblich stammte die aus Ägypten, was aber in der Antike alles andere als eine vertrauenswürdige Quellenangabe war. Und dann soll es in der Atlantis-Geschichte einen gewaltigen Krieg gegeben haben, der alles in den Schatten stellte und eine riesige Naturkatastrophe. Und es gibt keine andere Quelle aus der Antike, die das auch nur andeutet. Das ist extrem unwahrscheinlich. Und was bedeutet das Ganze jetzt für die Atlantis-Forschung? Dass man vor allem einen ganz grundsätzlichen Fehler macht, wenn man Platons Beschreibung von Atlantis für voll nimmt. Es handelt sich dabei nicht um einen historischen Bericht. Auch wenn die Atlantis-VerschwörungstheoretikerInnen euch was anderes sagen wollen, ihr wisst es ab jetzt besser. Die Geschichte dient dazu, einen komplexen philosophischen Gedanken bzw. ein Gedankenmodell zu erläutern und anschaulich zu machen. Und es gibt absolut keinen Hinweis auf einen wahren Kern. Was viele Menschen bis heute an dem Atlantis-Text fasziniert und sie vielleicht auch dazu bringt, ihn ernst zu nehmen, ist der Detailreichtum. Platon gibt sich ja sehr große Mühe, die Insel sehr genau und sehr präzise zu beschreiben. Da kann man schon den Eindruck haben, er hätte vielleicht eine historische Quelle benutzt. Aber Hogwarts wird in den Harry Potter Büchern auch ziemlich genau beschrieben. Und da kommt keiner auf die Idee, loszufahren und es zu suchen. Ich meine, bringt auch nichts. Ist ja mit einem Schutzzauber belegt. Aber trotzdem, wir wissen halt, dass diese Geschichte nicht wahr ist und auch keinen wahren Kern enthält. Was es aber gibt, und darüber kann man selbstverständlich reden, das sind Entdeckungen und archäologische Funde, die darauf hindeuten, dass es vielleicht eine frühe Hochkultur gegeben haben könnte, die wir bisher nicht auf dem Schirm hatten, also die wir bisher nicht kannten. Ob diese Zivilisation jetzt auf einer kleinen Insel in der Ägäis gelegen hat oder in Südspanien oder in der Mongolei, ist eigentlich relativ egal. Es gibt sicher eine ganze Menge Dinge, die wir bis heute noch nicht wissen und Kulturen, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber solche Entdeckungen haben einfach rein gar nichts mit Platons Atlantis zu tun. Wenn ihr daher bei eurem nächsten Spaziergang am Mittelmeer zufällig über eine versunkene Stadt oder eine untergegangene Hochkultur stolpert, dann tut euch selber einen Gefallen und nennt sie irgendwie anders, nur nicht Atlantis. Denn dann werdet ihr mit eurer Entdeckung vielleicht auch ernst genommen. Das war's mit unserer kleinen Spurensuche zum Thema Atlantis, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like, und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, was unsere neuesten Videos rund um die Antike angeht, dann freuen wir uns natürlich auch über ein Abo. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.